Grüß Gott, mein Name bei Ländle TV. Heute haben wir Begegnung am Berg im Montafon, genau genommen im schönsten Ort von Montafon, Gargella. Und ich freue mich schon, dass ich den Geschäftsführer, der Thomas Lerch, als Gast habe. Ein profunder Kenner von Montafon und Technik, Natur, Alpa, Gastro. Stimmt das, Epp? Ja, grüß dich, Franz. Stimmt schon, vor allem ein bisschen, das gehört dazu in unserem Geschäft. Und darf euch da auch recht herzlich begrüßen am Schafberg oben. Du bist ein echter Montafoner, ich kenne dich schon lange. Und, ja. Und wohnst du jetzt? Ja, ich bin in Tschugi Borre, aufgewachsen im Gurtipol und jetzt bin ich im Silbertal. Ja, international. Und habe eine Heimat gekauft und wohne da mit der Familie jetzt im Tal. Ja. Du bist Geschäftsführer von der Bergbahn Gargella und das ist ein Wahnsinnsjob. Ich habe mich jetzt recherchiert und gedacht, das kann ich allein machen. Ja, es ist schon sehr umfangreich, aber es ist schön eigentlich. Man hat viel mit den Leuten zu tun und nicht nur mit den Gästen, sondern natürlich viele Mitarbeiter. Wir haben im Winter haben wir bis zu 110 Mitarbeiter, im Sommer ca. die Hälfte. Gehört da ist natürlich Gastronomie dabei, Sportgeschäft dabei und eben die Bergbahn-Mitarbeiter. Und ja, es ist ein breites Betätigungsfeld, da gibt es alle Gäste zu tun. Ja. Ihr habt letztes Jahr das Gargellner Fenster gemacht, dort hast du auch tatkräftig mitgeholfen. Auch im Holz, gell? Ja, Gargellner Fenster war eine Gemeinschaftsaktion vom Ort. Also da haben ganz viele Leute vom Ort mitgearbeitet. Ja. Wir haben mit der Bergbahn ein bisschen Beitrag geleistet. Und ist, glaube ich, ganz ein schönes Projekt nach außen, wo man einen schönen Wanderweg, einen Rundwanderweg um die Gargella hergerichtet hat. Einige Kunstinstallationen auch, schöne Bänkli und auch natürlich informativ für einen Wanderer. Da erfahrt man so einiges. Einige Fensterblicke über das Gargella. Hauptattraktion im Sommer, da oben das Gargella. Mir fällt jetzt einmal gleich das Bergfrühstück. Das ist eines der besten im Land. Ja, das Bergfrühstück ist also ein kulinarischer Einstieg am Markt, wenn man offen, bevor man eine Wanderung macht. Oder eben, wenn wir jetzt auf einen Kletter steigt, das sind auch so die Themen, die da dazugehören. Und ja, da haben wir uns wirklich schön dem Gastro-Team gelungen, dass wir da schon ein bisschen Bekanntheitsgrad haben und auch viele regionale Produkte, da können wir den Bauern auch wieder etwas zurückgehen und das ist eigentlich auch wieder so eine Gemeinschaftsaktion und das wird auch vom Gast natürlich honoriert. Die Gäste nennen das gerne auch, wenn das sind ehrliche Produkte da aus der Umgebung und das ist eigentlich auch jetzt schon schön von meinem Job, dass man die Möglichkeit hat, da auch mit den Leuten so zusammen zu arbeiten. Man kann Kletterer, Wanderer, unwahrscheinlich viel da oben und Gargella, gell? Ja, klar, das sind so die typischen Sommerthemen und das hat man die letzten Jahre schon gesehen und auch hier wieder. Auch die Jugend, die jungen Leute gehen wieder gerne in die Berge, gut ausgerüstet. Und da sieht man schon, der Bergsommer ist wieder in. Das ist sozusagen, hat sich das aus den 70er, 80er Jahren wiederholt sich das fast wieder, muss man sagen. Und das ist schon schön. Ja. Und was man nicht vergessen darf, Mountaincard. Da geht die Post ab mit den drei Rädchen ein. Ja, genau. Die Mountain Carts war schon eine Idee von ein paar Jahren von einem Mitarbeiter für uns, wo man eigentlich die Straße geschickt nutzen kann, um ins Tal einzufahren. Und wenn man vorher eben am Bergfrühstück war oder ein bisschen gewandert, dann macht es noch richtig Spaß. Und mit denen kann ich alt und jung fahren. Und da sagt man. Das ist eine Gaudi. Ja, genau. Gell? Ja. Kind in der Mordsfrühe. Ja, ja, gell? Kind, der kam auf die Knie nicht, die Kleine. Ja, okay, der Rucksack mit der Bahn einlassen. Also, das macht Spaß. Ich kann die jetzt nicht auf die Knie nehmen, da rauf im Klettersteig. Mit der Zeige, jetzt gehen wir rauf. Der Berg ruft. Und dort oben reden wir weiter. Und dann haben wir auch noch regionale Produkte für dich. Ja, das machst du auch nicht, ich komme schon noch auf den Fuß. Du, Thomas, was ist da das? Was ist das? Das da ist für die Lawinensicherung. Das hat man aufgrund vom Lawinenereignis 99 haben wir ein Sicherheitskonzept für einen Berg machen müssen. Ja, da ist Lawinen. Ja. Und dann ist das ist eine Gasex-Anlage, heißt das. Das ist aus dem Rohr ist praktisch ein Gas-Sauerstoff-Gemisch, kommt da raus, wird elektrisch gezündet. Der Vorteil von dieser Anlage ist, dass man die bei jeder Witterung, bei jeder Tages- und Nachtzeit ferngesteuert aus dem Tal da springen kann, bei jeder Schneehöhe.
Und das gibt natürlich eine gehörige Sicherheit für uns. Ein guter Partner, das ist beim eigenen Zuhause das Wichtigste. Perfekt! Jemand, der einen hilft, bis man wirklich am Ziel ist. Apropos, Raiffeisen erfüllt mehr Wohnträume als jede andere Bank in Österreich. Raiffeisen, meine Bank. Freistanzer. Wohlbefinden, Natürlichkeit und sorgfältige Verarbeitung. Das ist das, was uns Vorarlberger ausmacht. Natürlich vom Ländle. Ja, Thomas, jetzt geht es eingemacht. Jetzt geht es, glaube ich, auf. Ja, Franz, jetzt ist vorbei mit dem Wegli. Jetzt müssen wir hier in den Klettersteig uns einhinken. Und die Klettersteige sind natürlich in den letzten Jahren gehörig geworden. Wir haben den jetzt auch schon über 10 Jahre. Und ist nach wie vor sehr beliebt bei den Leuten. Ja, siehst du, darum sind wir jetzt hoch. Ist da eine Gaudi, gibt verschiedene Aufstiegsrouten. So, Franz, Bergheil. Bergheil, du Mensch, auf 2,428 ist das ein geiler Berg. Ein geiler Kopf, du. Hä? Ja, ja. Jetzt ein schönes ausgeschaut für uns. Du. Gratuliere, bist du gehörig offen über die Wand. Ja. Ja, Thomas. Jetzt haben wir uns etwas verdient und ich denke, bevor wir reden über den Winteringer, gell? Soll ich dir da aus dem Säckchen da ein paar Sachen überreichen. Oh, regional, du legst auf Regionalität viel Wert. Schau, Montafoner Brot, ein Hütterleid, ein altes Brotleidel, sagt Antonio. Ja. Fresh, ja? Ja, dazu drei Käsekaiser, schau. Von deinem Freund Raimund. Vom Raimund. Von Vorarlbergmilch. Ja. Schon ein Partner für uns. Ja, er ist nachher, denn er ist nachher ein Freund, das kleine Gott immer. Kurt Michelini. Er hat gesagt, ich soll dir aber auch ein Limo von uns mitgeben. Ja. Ihr machen ja da auf Schafbergüsli auch Festwerbung. Ja. Limo von uns, nicht von irgendwo, von uns. Ja, genau, also das Ländli. Ist auch etwas, für das wir erstaunen. Ländliche Produkte und Regionalität, wie du gesehen hast. Ja. Und freut mich, dass wir da eine schöne Jause haben. Und Biolandjäger vom Walser. Ja, jawohl. Zum Wohl, Thomas, gell? Hans. Was mich interessiert, Thomas, wie viele Bahnen hast du da eigentlich? Ja, wir haben 6 Bahnen, die im Eigentum der Bergbahn gegeben sind. Und 2 Lifte noch im Tal, das ist vom Hotel Vergalten und vom Hotel Madrise, private Schleppliftli. Ja. Das wir auch mitbetreuen zum Teil und das gehört zu unserem Angebot natürlich dazu. Thomas, der Winter steht vor der Tür. Ich meine, jetzt kann bald, oder? Im Oktober kannst du auch gleich mal Schnee haben. Bist du optimistisch? Ja, ich glaube, man muss eigentlich optimistisch sein, das nützt ja auch nichts. Wir sind ja vom Sommer auch schon überrascht gewesen, wenn ich denke, nach
im April, Mai hat man sich verkopft, wie der Sommer wird, und man hat vorsichtige Prognosen und budgetiert und nicht gewusst, was auf uns zukommt. Und jetzt ist der Sommer recht erfolgreich verlaufen. Und man hat wirklich auch gesagt, dass die Leute einfach raus mögen, in die Natur mögen. Und ich denke, dass das so im Winter so kommen würde. Ich meine, es würde schon ein bisschen entscheidend sein, wie der Herbst verläuft und wie die Zahlen sind. Aber da gilt es einfach auch, die Sicherheit am Gast entgegenbringen und dass man die Hygienemaßnahmen ordentlich umsetzt, dass man auch plakativ das Ganze im Bereich der Stationen, im Anstehbereich die Informationen aussieht. Und Mund-Nasen-Schutz, denke ich, das wird auch in der Bahn und im Anstehbereich kommen. Du hast die Idee gehabt für tausende Skibegeisterte. Es gibt ja eine sehr erfolgreiche Monta vom Brandnertal-Kart. Schon jahrelang, aber jetzt hast du eine super Idee gehabt. Ja, ist natürlich nicht gerade meine Idee allein, aber ich darf dir natürlich stellvertretend auch für die Kollegen haben wir die präsentieren dürfen, gemeinsam in einer Pressekonferenz. Das ist ein Thema, das uns schon 2-3 Jahre beschäftigt. Und wir haben, hier haben wir es jetzt durchgesetzt, also nicht nur Corona-bedingt, sondern ist wirklich von langer Hand geplant. Eine kostenlose Jahreskarte für Kinder unter 10. Und das kann jedes Kind, und da müssen nicht zwingend die Eltern dabei sein. Kann der Opa auch mitgehen? Ja, genau. Kann der Opa oder ein Onkel einfach im Beisein von einem Erwachsenen kann das Kind die Karte abholen an unserer Vorverkaufsstellen oder an der Kasse. Das finde ich toll. Muss man es persönlich abholen. Und das, glaube ich, ist eine gute Idee. Und wir merken es auch schon, es findet großen Anklang. Gratuliere zu dieser Idee. Ja, du bist ja Geschäftsführer oder sagen wir so, für die Karte, also Montafon Brandnertal-Karte. Genau, da ist die der Pool, glaube genau, ich, ne? Der Vorsitzende wechselt da jährlich bei uns zwischen den Skigebieten. Jetzt sonst ich noch bis im November. Und da gilt es halt auch, den Winter vorzubereiten. Wir haben ja gemeinsame Produkte, die Mehrtageskarte und über die Saison- und Jahreskarten. Haben wir auch immer monatlich gemeinsame Sitzungen, die gilt es vorzubereiten. Und mal, da haben wir eine gute Zusammenarbeit und wir schaffen da alle gut zusammen und können wir gemeinsam im Tal da und mit Brand zusammen ein schönes Angebot bieten. Was muss man im Winter unbedingt sehen und benutzen, das Gergela? Ja, Gergela ist an sich, wer Gergela kennt, das ist ein Sicherfahren schon ein Erlebnis. Man fährt wirklich im Winter, der höchste Ort vom Montafon, und das spürt man auch beim Sicherfahren. Wir haben die letzten 20 Jahre immer die Talabfahrt vom ersten bis zum letzten Tag geht. Also Schneesicherheit ist ein Thema. Das ist eine wunderschöne Fahrt. Und ja, und was man einfach in meinen Augen machen muss für Tiefschneebegeisterte, das ist Niedle, ein super Tiefschneehang. Aber auch das Deli oder die Abfahrt Gandersee, das sind zwei Pisten oder Skirouten. Dort und dort. Genau, wo man gleich einmal das Gefühl hat, man ist abseits vom Skigebiet und doch im Skigebiet, am Fuße von der Matrise, ist auch recht imposant. Und das sind so schöne Dinge, die man mit Gergela erleben kann, weil man es halt gleich diesen hochalpinen Charakter, wo der kleine Ort da eingebettet ist in die Berge, das spürt man einfach und das macht auch, glaube ich, in meinen Augen das Gergela so Besonderes. Was ist das Ländli für dich, Thomas? Ja, ich glaube, das sieht alles vom Bodensee bis zum Pitzbuin, wenn man da sagt, was das Ländle alles zu bieten hat. Das ist für mich Heimat natürlich, auf der einen Seite, und ein wunderschöner Platz, wo viele Leute Urlaub machen. Und ist schon schön, dass man da leben kann. Ich möchte mir ganz herzlich Danke sagen, Thomas, dass du mit uns da oben bist, auf der schönen Berg. Ja, dir auch. Danke, Franz, für den Besuch. Und ich wünsche dir viel Glück auch für den Winter, dass Corona bald vorbei ist und dass du erfolgreich bist. Weil du hast einen schweren Job. Wohl, das bringen wir schon her. Ich habe einen schönen Job, würde ich sagen. Verantwortung, aber das hat man ja selber so wollen. Und das macht auch nach wie vor Spaß. Ja, liebe Zuseher, das war jetzt die Begegnung am Berg von einem wunderschönen Berg, der Gellner Köpf. Ach, ist das jetzt einfach schön gewesen. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Nächste Woche wieder Begegnung am Berg. Bis dahin. Bleiben gesund und lebend.